wenn du mal in den Bergen bist, dann wirst du inzwischen fast auf jeden Hügel, auf jede Spitze mit einer Seilbahn kommen. Und dann kommst du oben an, tappst noch mal 3-4 Schritte bis zum Gipfelkreuz, wo du dein Siegerfoto machen kannst, deine Trophäe. Und dann gehst du noch mal ein paar Schritte weiter und haust dir eine dicke Portion Pommes rein, trinkst ein Gläschen Wein oder eine Kanne Bier, wie auch immer. Nur, wenn du diese Strecke von unten eben wirklich selber gemacht hast, dann kommst du oben mit einem anderen Gefühl an. Dann weißt du, dass das jetzt darauf beruht, dass du dich hier einmal angestrengt hast, dass du vielleicht auch ein paar Streckenabschnitte gemacht hast, die wirklich so ein bisschen zum Schnaufen gebracht haben. Du kommst oben mit einem Gefühl an, das habe ich jetzt wirklich selber geschaffen. Du hast dabei etwas Gutes für deine Gesundheit getan, du hast etwas Gutes für deine Seele getan, dein Gefühl darin, wirklich auch was schaffen zu können, und du hast sogar Geld gespart, und das darfst du dann gerne investieren, um dir eine schöne, ja, kleine Überraschung zu gönnen, in welcher Form auch immer, ob es jetzt ein Eis ist oder was anderes. Nur vielleicht nicht das ganze Geld, was dann gespart worden ist, statt in ein Glas Wein, in eine Flasche Shampoos auszugeben. Das wäre dann vielleicht doch ein bisschen viel. Also immer wieder raus, hochkraxeln, und selbst wenn du dann nur eine Richtung gemacht hast, hast du etwas Gutes für dich getan. Und das kennt man ja auch, man fährt hoch und stolpert dann die einfachere, vermeintlich einfache Richtung nach unten, die aber um die Gelenke eigentlich dann viel mehr belastet, gerade wenn wir etwas schwerer sind. Also nimm die Herausforderung von unten nach oben an, und dann hast du wirklich was geschafft und kannst dir auf die Schulter klopfen und dich belohnen.